Guten Tag, mein Name ist Stefan Teuxdorf und hier ist die Welt ohne Filter. Einfach ist der Blick auf die Weltlage heute sicher nicht. Aber wir sind noch in einer Zeit, in der die Krise gelöst werden kann, ohne dass es zu einem völligen Kollaps oder zu einem Weltkrieg kommt. Wir werden also einen kurzen Blick auf die Brennpunkte der strategischen Lage werfen, die Kriegsgefahr insgesamt und die Entwicklungen in Syrien, Iran und Griechenland. Einem Bericht der Nachrichtenagentur UPI zufolge sagte der Chef des russischen Generalstabs Nikolai Makarow in einem Interview mit der Moskauer Radiostation Echo Moskwi vor 2 Tagen, wenn die Integrität der russischen Föderation bedroht sei, habe Russland das Recht, seine Nuklearwaffen einzusetzen und werde dies auch tun. Makarow hatte bereits im vergangenen Jahr auf die wachsende Kriegsgefahr aufmerksam gemacht und dabei bezog er sich nicht nur auf Iran, sondern zeichnete einen größeren Rahmen. Russia Today gegenüber sagte er Mitte November, die Wahrscheinlichkeit lokaler bewaffneter Konflikte hat sich praktisch entlang der gesamten Grenzlinie Russlands dramatisch ausgeweitet. Ich kann nicht ausschließen, dass unter bestimmten Umständen lokale und regionale bewaffnete Konflikte zu einem großen Krieg werden könnten, möglicherweise sogar mit Nuklearwaffen. Auch der ehemalige US-Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski warnte jetzt zum wiederholten Male davor, den Iran anzugreifen. Brzezinski sagte im Interview im amerikanischen Fernsehsender CBS, die Sowjetunion sei eine viel größere Gefahr gewesen, als es Iran je sein könne. Abschreckung habe bei der Sowjetunion funktioniert und auch bei China und Nordkorea. Sie würde auch bei Iran funktionieren. Gestern trafen der iranische Präsident Ahmadinejad und sein afghanischer Amtskollege Karzai in Islamabad zu trilateralen Gesprächen mit dem pakistanischen Präsidenten Zardari ein. Auf der Tagesordnung standen Themen wie Zusammenarbeit bei Wirtschaft und Handel, bei Drogen- und Terrorismusbekämpfung und man kann davon ausgehen, dass auch die Kriegsgefahr in der Region Teil der Gespräche sein wird. Ein Regierungsvertreter Pakistans hatte bereits letzte Woche erklärt, man würde Gegenschläge einleiten, falls Iran durch die USA oder ihre Verbündeten angegriffen würde. Die Beziehungen Pakistans zu den USA sind seit der Ermordung Osama bin Ladens und dem Tod von 24 pakistanischen Soldaten durch einen NATO-Einsatz auf einem Tiefpunkt. Und Pakistan ist immerhin eine Atommacht. Zur Lage in Syrien. Präsident Assad hat mittlerweile eine Volksabstimmung über eine neue Verfassung für den 26. dieses Monats angesetzt. Der russische Außenminister Lavrov, der sich kürzlich in Syrien aufgehalten hatte, begrüßte diese Entscheidung. Wir sind der Meinung, dass die Annahme einer neuen Verfassung in Syrien ein Schritt in Richtung politischen Pluralismus ist, sagte er. Er hoffe darauf, dass es Ende Mai in Übereinstimmung mit einer neuen Verfassung in Syrien zu Wahlen kommen werde. Im UN-Sicherheitsrat sei Russland weiterhin zur Diskussion über eine Resolution bezüglich Syrien bereit, so Lavrov. Der Generalsekretär der Organisation der Islamischen Konferenz, Ekmeleddin İhsanoğlu, sagte Anfang dieser Woche bei einer Pressekonferenz in Australien, er sei nach wie vor in stillen diplomatischen Verhandlungen mit dem syrischen Präsidenten. Über die Konflikte in Libyen, Afghanistan, Irak und Somalia sagte er aber sehr deutliche Worte. Militärische Intervention von außen hat weder den Menschen in diesen Ländern, noch der Region, noch der Welt irgendetwas Gutes gebracht. Die Arabische Liga hat indessen am Anfang der Woche auf Druck des saudischen Königshauses eine Resolution verabschiedet, die der syrischen Opposition materielle Unterstützung zusagt. Berichten zufolge haben Katar und Saudi-Arabien auf dieser Formulierung bestanden, die natürlich auch die Lieferung von Waffen offen lässt. Ende Oktober letzten Jahres hatte Lyndon LaRouche betont, dass die schrittweise Detonation des Nahen Ostens zu einem Weltkrieg führen würde. Und diese Entwicklung verglich er dann mit der des Balkans vor dem Ersten Weltkrieg. Seit der Ermordung Gaddafis spielt sich ein solcher Prozess jetzt direkt vor unseren Augen ab. Man darf nicht aus Angst die Augen vor dieser schrecklichen Realität verschließen und sich etwa sagen, so etwas würde doch nie passieren. Es wäre tragisch, denn das Ruder kann noch herumgerissen werden. Blicken wir noch auf Griechenland. Bevor Mikis Theodorakis am Sonntag in Athen im Tränengas fast zusammenbrach, hatte der 86-Jährige ein Schreiben an die internationale Gemeinschaft aufgesetzt. Darin beschreibt er die Zerstörung Griechenlands in Begriffen, die an die Praktiken erinnern, die John Perkins 2005 in seinem Buch Bekenntnisse eines Economic Hitman beschrieben hatte. Staaten, die in die Schuldenknechtschaft gebracht, Regierungen, die gestürzt und Kriege, die begonnen wurden, alles als Teil eines imperialen Systems, das seit den 90er Jahren den völlig irreführenden Namen Globalisierung trägt.
Theodorakis gab in seinem offenen Brief das Beispiel eines Kredits. Zinsen für den Kredit von 1 Milliarde Dollar, den Andreas Papandreou 1986 von einem großen europäischen Land aufnahm, erreichten 54 Milliarden Euro und wurden schließlich 2010 abbezahlt. Der griechische Komponist, der schon im Widerstand gegen die Nazi-Besetzung und gegen die griechische Militärdiktatur kämpfte, fordert, dass alle rechtswidrigen Kredite, Schulden, Zinsen, Steuern, Aufkäufe von Staatsreichtum in Griechenland für nichtig erklärt werden. Aber Fortschreitung ist das Wesen des Menschen. So richtig Theodorakis Worte sind, wenn es eine Zukunft für Griechenland und für die Welt geben soll, dann braucht es ein echtes Aufbauprogramm, das sich am Gemeinwohl orientiert. Das alte bestialische oligarchische Modell von Teile und Herrsche muss auf den Müllhaufen der Geschichte. Und Griechenland als Geburtsstätte unserer europäisch-humanistischen Kultur kann zum Paradigma für einen grundlegenden Wandel werden. Zusammen mit anderen Staaten des Mittelmeers könnte es den Aufbau und die Entwicklung Nordafrikas und des Nahen Ostens in Angriff nehmen. Wie man die Wiege der Zivilisation behandelt, so behandelt man auch ihre Zukunft.